Neuen Runde Dota 2 7.0 und hab ein bisschen das Problem, oder das Problem schon gar nicht, ich hab aus Versehen ein Ranked Match gestartet, das war jetzt gerade gar nicht geplant. Das durchschnittliche MMA unseres Teams ist übrigens minus 1. Hervorragend. Ich wollte ja eigentlich mal sowas wie ein Enigma probieren, ein bisschen Teamfight. In, das wäre Mirana. Wir probieren ja einfach alle noch ein bisschen rum. Was gäbe es noch Cooles? Könnt ihr auch mal, was Cooles, mit, ja, vorschlagen, wenn ihr so wollt. Ich gucke mir gerade das hier an. Gucken wir mal einfach, was das immer so sagt. Was das Spiel so sagt, was wir schon haben, was wir nicht haben. Offlane Tide, das ist gar nicht schlecht. So. Razer, das wäre denn noch interessant, welche Supports. Vielleicht bin ich auch ein Support. Auch Support hasse ich im Moment auf der neuen Map, weil ich noch nicht durchblicke. Lifestealer. PA. Na, dann herzlichen Glückwunsch. Disruptor. Ist ja schon ganz cool, wenn man irgendwas hat, was noch ganz. Was irgendwas Neues, Cooles hat. Man sagt, das ist ja der Hammer. Necro-Stärke geworden. Irgendwie so ein cooles Aghanims, cooles Upgrade. Jakiro könnte es euch hier richtig schön nerven. Ich habe nur einen Jakiro. Können wir mal den Siege probieren? Tango. Eine Clarity. Ein Animal Courier. Ich will dem Darks hier richtig auf den Sack gehen. Und dann kaufe ich Rubik. Sagunus fragt, ob es Zufall ist, dass ich jetzt streame. Nee, ist kein Zufall. Ich habe eben, als ich gesehen habe, dass du im Chat bist, habe ich gedacht, dann streame ich jetzt. Keinenfalls ist das Zufall. Das ist doch kein Zufall. Bam. Manche sind richtig cool. Also die PA ist richtig. Ja, oder der Razer sieht ein bisschen komisch. Und nachdenklich. Was macht denn der da? So, aber ich gebe mal den Mid-Hero noch ein Tango. Gib mal ihm ruhig 2. So. It's so in the bag. Go to the top. Bounty Rune, Monkey King. Und dann nehmen wir die untere. Mit der Spectre. Gucken, Liquid Fire. 400 Angriffsreichweite ist ganz cool, 150 Gold ist natürlich auch ganz cool, je nachdem, ob man eher Stress hat. Zum Siegen wäre es natürlich ganz nett. So, wo stellen wir denn hier möglicherweise einen Ward hin? Vielleicht hier ein Lane Ward. Dann hat man mich vielleicht nicht sofort. Okay, da ist der Darks hier schon Room. Moin. Bounty.
Die Lane wird eh ein bisschen durcheinander sein. Mit dem Darkseer. No one was asking. So, die Wave pusht jetzt eh. Und den Darkseer will ich jetzt hier schön. Unter Kontrolle behalten, soweit es geht. Und ihm so wenig Level wie möglich geben. Das ist der Plan. Can you dagger him? So I can zone. Er ist leider Level 2 geworden schon. Ich bin nicht mehr in der Reichweite. Da ist er. Die Range und die Vision ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Mit dem Pull in Seconds ist ein bisschen komisch. Ich guck mal nach der Bounty-Rune. 2 Minuten, jetzt habe ich Dual Breath. Sehr schön, wir haben First Blood. First Blood. Ha, I'm just getting started. Na dann, get mal started. Ich spreche, er kann einigermaßen farmen. Da er jetzt nicht mehr so viel Stress gerade macht. Er versucht ein bisschen Level zu bekommen. Dann soll er das mal machen. Da kriege ich jetzt zumindest nicht übermäßig viel Farm. Und oder Zeug. Da hat sich eine Potion eingeschmissen. Haste-Rune. Ja. Can you stun him mit? Ja, ein bisschen zu spät. Schade. Bin ein bisschen früher gestunt. Vielleicht was machen können. Gehen wir wieder nach unten, dann hole ich mir mal Boots, wir müssen mobil sein und dann gibt es den Flying Curry. Wir müssen gucken, dass wir den Darkseid etwas unter Kontrolle behalten, dass die Spectre okay farmen kann. Let's go und Darkseid. Kann man ihn daggern vielleicht? Hier kann man jetzt auch lang gehen, noch ein bisschen die Wege kennenlernen. Als nächstes will ich Flying Courier. Wo ist denn der Flying Courier? Wird gar nicht mehr als Upgrade angezeigt. Oh, haben wir schon. Hat jemand gekauft. Ja, dann kümmere ich mich mal um die nächsten Wards. Mirana prügelt sich da mit dem Rubik. Schade. Nicht so viel gebracht und unten ist er gestorben. Das sollte der Spectre nicht passieren. So, mal 2 Wards aufstellen. Der Kurier ist gerade unterwegs.
So, die Wards mal ruhig herbringen. Das, der Kill an der Spectre war natürlich sehr schlecht. Level 5 jetzt auf ihr. Gucken wir mal ein bisschen mit den bei ungeraden Zahlen stacken, die Camps. Wie kann ich das überhaupt noch in die Lane ziehen? Das sieht mir nicht so aus, als wäre das möglich. Ehrlich gesagt. So ein bisschen, was man als Support muss man so viel mehr beachten, als jetzt, wenn man stumpf, schön einfach Carry spielt. Oder in der Mitte, oder halt einfach stumpf rumgammelt. Kriege ich hier eine Rune, 2,6 Minuten. Oben ist die Rune. Can you stun him? Can you stun? Yeah, immerhin. Haben wir es trotzdem noch gekriegt. Hätte nichts dagegen, wenn er es mal ein bisschen früher macht. So, 6 Minuten. Ich nutze mal das, damit ich unten ein bisschen besser harassen kann. So. Jetzt kann ich zumindest das Camp... Ne, schaut mal. Das Camp stacken und runterziehen. Das müsste gehen. Das hier stacken und dann nachher runter... Ich habe es noch nie probiert, aber müsste ja wohl gehen. Das dann nachher in die Lane zu ziehen. Can I get some help? Just. Ist jetzt zu spät? Also er hat auch keinen Dagger, okay. Da kam der Lifestealer nach unten. Hab ich nicht mitgerechnet. So, ein TP mal holen. Psst, 4-2 liegen wir immerhin vorne. Jetzt haben wir einen Lifestealer da unten. Zum nochmal stacken komme ich zu spät. Mirana, can you help bottom? Der eine kommt jetzt noch nicht so auf die Idee. Aber okay, sieht immerhin lieb. Ich weiß nicht genau, was die Mirana gemacht hat. Die hat nicht mal einen Arrow versucht, leider. Auch kein Starfall gemacht und geliebt, dass wir zu spät waren. Das TP zieht dahin. Ich weiß nicht, was das war. Die einfach gehen sollen. Ich versuch die. Was macht die denn? So. Was haben wir da? Ich stelle mal den Lifestealer, der da rumroamt. Death with Honor. Ist halt eher mittel viel Honor dabei. Immerhin den Dings getroffen. Jetzt muss er ein bisschen warten, bis das sauber.
Na, ist mal ein bisschen die Verzögerung noch. Ja, ist auch nicht ganz einfach. So. So, die Spectre ist gar nicht dazugekommen. Natürlich schade. Da ist die Spectre leider nicht dazu. Ich habe gedacht, dass die Spectre mit dazukommt. Falsch gedacht. Sauber. Sehr schön. Schön gedived. Gut für uns. Diese typischen Chaos-Spiele, die man im Moment halt so hat. So, ich baue mir einen Yule-Scepter. Offensiv als auch defensiv recht praktisch. Movement Speed ist gut. Und dann schauen wir mal. Der Spectre vielleicht mal wieder helfen unten, obwohl wir gerade eher oben den ich habe auch kein Tier, wieder oben ja den Dings hatten. Den Darkseer, von daher müsste sie ein bisschen Ruhe gehabt haben. Die Piece noch auf Cooldown. PA. Das ist mal relativ gefährlich. Deswegen bleibe ich hier recht defensiv. Erstmal. Ja, genau so ein Spaß, meinte ich. Autsch, naja, Vanish. Ich glaube, als nächstes machen wir erstmal Tranquil Boots fertig. Okay. Da sind sie alle schön im Ulti gestanden. Ich glaube, der Ulti kann eine ganz coole Kombination sein, in der Tat. Mit zum Beispiel Tidehunter, wenn man sie halt da länger an einem Ort, sagen, behält. Yay, next time. Hätte zumindest fragen können oder sehen, dass ich wenig HP habe. Kamen sie nicht so richtig drauf. Lifestealer, ne, Razors in die Mitte. Ganz gucken, wenn die PA mal nicht oben ist, dass wir oben pushen. Ist ja auch eine Stärke vom Jakiro. Das würde ich ganz gerne fertig machen und danach. Ich bin auf dem Weg. Der Rubik ist da. Und dann würde ich als nächstes ganz gerne wieder Wards kaufen. Hä? Warum haben wir da zwei Wards? Hat jemand... Hä? Egal. Ein Missgeschick passiert, wie es aussieht. Einmal Ice Path mit. Kann schon ganz praktisch sein. Und Wardson auf Cooldown. Okay, dann nicht. Dann noch ein TP. So, wir müssen ein bisschen mehr. Yo.
Natürlich sofort zum Start noch meine Tranquils disabled. Hervorragend gemacht. So, ein bisschen Schaden mal machen. Autsch. Sehr schön. Okay. Max Range probiert. Schnell weg. Schnell weg. Irgendwie wieder so ein, weiß ich nicht, Zeugs halt. Die Mirana wahrscheinlich, die Wards mitkauft. Ich mag das mit dem Side-Panel immer noch nicht. Ich stelle das jetzt mal um. Vielleicht muss man sich nur dran gewöhnen, aber im Moment mag ich es nicht. Mini-Effekt-Use einfachen. Ist das bei automatisch? Das finde ich das natürlich gerade nicht. Sie haben auch schon was geändert mit den Anzeigen bei Minimap und so, keine Ahnung. Das finde ich natürlich nicht. Schnell die Rune einsammeln. Oh, ich könnte Talent jetzt nehmen. Was nehmen wir denn? Nein, jetzt habe ich hier doch den Ulti. Das Talent wäre bestimmt viel besser gewesen. Zauberverstärkung, erhaltene EP. EP ist vielleicht auch nicht so schlecht, ich bin erst Level 10. Glyphe. Gibt's nicht. Zauberverstärkung ist schon nicht so schlecht. Gegen das Team mit so viel Rüstung hole ich mir auch noch einen Veil of Discord. Dann nochmal Zauberverstärkung. So, jetzt hier. Erhalten EP. Ich habe schon noch ein bisschen was vor mir in dem Spiel. Machen wir mal mehr EP in dem Spiel. Zauberverstärkung ist ja ganz nett. Aber es ist nicht das Einzige. Okay, da sehe ich zumindest, dass er nicht mehr hier unten rumgammelt. Bringen wir mal das Jutzep, das ist relativ wichtig. Ich habe keinen TP mehr. Die Wards waren noch ausverkauft. So. Zwischendurch immer mal wieder jetzt Liquid Fire auf den Turm hauen. Deshalb sind wir ja hier. Tide Ulti mit Monkey King Ulti ist schon ziemlich geil, oder? Wie viel Mana habe ich jetzt noch? Okay. Also hilft das nicht gerade viel.
Eine Sekunde, hätte ich sie lieber ins Youth Scepter gesetzt. Ich wusste nicht mehr so, wie lange das Eispower auf Level 1 hält. Einfach stumpf dahin TP, das ist auch so eine Sache, dass sie nach zum Schrein teleportieren können. Denkst, okay, ich bin weg von den Towern, ich helfe vielleicht der Spectre. TP't sich eine Phantom, das heißt direkt neben dich, weil du beim Schrein stehst. Na, herzlichen Glückwunsch. Das lief gut. Mein TP ist halt noch auf Cooldown. Aber Spectre scheint es unten auch ganz okay zu gehen. Arrow. Nicht getroffen. Ah, der Dagger hat getroffen. Ja, schön mit dem Youth Scepter getroffen. Youth Scepter ist auch gegen Darkseer ganz gut. Hab ich jetzt noch nicht mal speziell erwähnt, aber man hat vorhin, dass das offensiv und defensiv gut ist. Offensiv halt gegen Darkseer solche sehr, sehr gut. You can push the bot tower, guys. They are dead. We have liquid fire. Hätte er doch Schaden genommen. Okay. Weg hier. Ich bin nicht ganz sicher, warum der noch da zu dem Zeitpunkt weggehen konnte. Spectre, hau ab! Immerhin noch einen Kill gemacht. So, den Quatsch mal dahin tun. So, so, so. Die Mirana arbeitet auch am... Also jetzt kann ich mal kurz gucken, wo das war mit den... Ist das hier irgendwo... ich habe das schon mal gesehen eigentlich. Mit dem... Minikarte, extra large, Alt-Taste, Effekt, Minikarte. Ja, ganz kurz, ein paar Sekunden nehme ich mir noch. Bildschirm habe ich ausgemacht, das ist eh ein Scheiß. Ich finde es gerade nicht. Ich habe es schon gesehen. Was ist das für ein Scheiß? Sauber. Gibt es dafür den fiesen Talent-Sound? Zauberreichweite der Lebenspunkte. Zauberreichweite ist schon ziemlich geil. Obwohl es nichts
auf die Line Stunts geht. Duel für Dual Breath ist ziemlich cool. Ja, ich hole mir in dem Fall, glaube ich, mehr Lebenspunkte. Zauberreichweite verlängert nicht meinen Ice Path, was halt ein bisschen schade ist. Ich stelle mal ein bisschen nochmal einen Ward auf, vielleicht ein bisschen offensiver mal. Illusion. Plus wo? Wo sind jetzt geile Spots? Hier? Kann ich ihn hier aufstellen? Gut. Machen wir mal. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, die Spectre ist noch weggekommen. Sehr nice. Gut, gleich wird die wardet. Mira fragt, was ich suche, dass ich die feindlich, also wenn ich jemanden anklicke, dass ich die Stats hier sehe und nicht da rechts, wo irgendwie immer man so umständlich hingucken muss. Das suche ich. So, TPs, zwei Wards. Dann warten wir mal kurz, weil der Kurier gerade unterwegs ist. Go in with better teamfight. Just go in with Monkey King. If they come, we counter-initiate. Zwischendurch ein bisschen Liquid Fire. Roche Pit ist Macropyre so geil. Okay. Ich habe jetzt nicht mal meinen Veil of Discord benutzt, aber ich vergessen, dass ich ihn jetzt schon hatte. Schon High Ground gehen. Genau das, was wir nicht wollen. Oh, nein, Darkseer. Nein, Darkseer Wall hat Dota abgeschossen. Noch einige Bugs drin. Ich habe es auch schon von Replicate gehört, aber Darkseer Wall habe ich auch schon gehört, dass es öfter mal das alles zersäbelt. Das Spiel lädt aber viel schneller als früher. Das geht schon deutlich fixer. Ja, alle disconnected. Auch die Item-Reihenfolge noch falsch im Kopf gehabt. So,
2.500 hat relativ viel Geld. Ja. Ist das echt safe to leave? Stand das? Das wäre ganz schön mies. Stand das da? Ach Mann, das war alles scheiße. Das macht doch auch keinen Spaß. Ey, ich mag insgesamt die ganzen Ideen vom Spiel ganz gerne. So, Angriffsreichweite. Jetzt wollen wir es wenigstens nochmal sehen. Ich mag die ganzen Ideen und viele Sachen ganz gerne. Du kannst doch nicht den Main-Client in dem Zustand rausbringen. Das geht einfach nicht. Das ist doch scheiße. Also wirklich. Sie wollten das jetzt unbedingt machen. Sie haben noch so viele Bugs zum Teil drin gehabt. Das ist schon wesentlich besser geworden, so ist es nicht, aber... Ey. Die Reichweite ist ganz geil. Schon cool. Kannst du schön siegen. Machen wir es trotzdem noch zu Ende, keine Ahnung. Auch wenn es nicht mehr zählt. Ja, natürlich, wenn man ein Spiel gewinnt, verliert man es. Ist ja klar. Die Sau. We admit no defeat. So sieht es nämlich aus. Ah! Wo kommt der denn her? So, können wir das noch einstellen. Optionen. Was ist bei Grafik? Nein. Hier hat irgendwas auf Englisch mit Display angezeigt. Ich habe die große Minimap an. Einfach Nikon für Minimap. Ja, Nikon. Überschreibt Heldenkonsole. Das ist hier unten rechts. Wenn ich jetzt jemanden auswähle, erscheint das halt da. In groß. Also wie auch Joscha schreibt, ein Test-Client nur 24 Stunden draußen zu haben, ist halt zu wenig Zeit für so ein Spiel wie Dota. Das ist halt echt zu wenig Zeit. Es ist nicht super schlimm, mein Gott, wir spielen das ja schon und es geht ja zum großen Teil, aber es ist halt auch unnötig. Warum lässt du nicht halt... Nein, ich bin verklickt.
Ich depp. Ich wollte auf ihn klicken natürlich. Kämpfen noch ein bisschen. Was, Level 25? Weniger Einstiegzeit. Dauer für Eispath. Hm? Dauer für Eispath. 50% mehr. Das ist schon eine Hausnummer. So, ich guck mal die Bounty Rune ab. Hier noch ein Ward auf. So ein bisschen rumprobieren, wie die Vision genau aussieht mit den neuen Ward-Spots. So, ein bisschen Liquid Fire rechts und links verteilen. Schöne Kugel. Ich will noch Level 25 werden. Für den langen Eispath. Warum nicht? Den Arrow haben wir auch noch getroffen. Gif 25. No. Es war ein okayes Spiel. Von neuen Sachen in diesem Fall nicht viel gemerkt. Ich habe ein bisschen gewardet, ein bisschen dies gemacht, ein bisschen mit Liquid Fire genervt. Natürlich wird es in diesem Fall nicht gezählt. Ich habe vorhin ein Spiel verloren, weil ich auch aus Versehen Dings gestartet habe, Ranked. Und dann war es ein totales Scheißspiel, wo wir wirklich. Da hatten wir einen, das habe ich für YouTube aufgenommen, der meinte dann im Spiel, er wusste nicht, dass es einen Patch gab. Und dachte ich so, ja. Haben mir auch gefragt, das ist dir nicht aufgefallen, mit dem riesen Download, mit dem neuen Interface, mit der 7.0.0 im Hauptmenü, mit allem drum und dran, ist ihm nicht aufgefallen, dass es einen Patch gab. Dann hat er nämlich Techies gepickt und wusste gar nicht, was er machen soll. Das Spiel haben wir dann verloren, aber eigentlich gar nicht wegen ihm, witzigerweise. Der Techies hat dann zwar nicht gut gespielt, hatte kaum Impact, aber wir hatten einen im Team, der einfach nur gefeedet hat, unserer Safe-Laner. Aber auf jeden Fall haben wir das Spiel natürlich verloren. Und wenn wir ein Spiel gewinnen, ja, dann wird es nicht gezählt. Wie jemand auch im Twitch-Chat gerade richtig geschrieben hat, das kann man ja eigentlich in dem Spiel Darkseer picken und die Wall nur benutzen, wenn es schlecht läuft und dann disconnecten alle und sonst halt nicht. Naja, wurscht. Ich werde jetzt wieder mal ein normales Spiel machen. Schade, dass wir das jetzt nicht gezählt wurde. Wir werden mal ein normales Spiel machen, dann probieren wir vielleicht noch ein paar Helden aus, bisschen Quatsch. Vielleicht den Treant, der ganz cool ist. Gibt sicherlich ein paar Sachen. Gucken wir mal rein.